Die Grundlage unserer Geburt selbst ist mit den Zyklen des Mondes verbunden. The cycles of the moon. Wenn dieses Energiesystem Zeuge von 1008 Vollmonden wird, was ungefähr in 84 Jahren geschieht, kann man mit sehr wenig Unterstützung über die Zyklen von Geburt und Tod hinausgehen. Die Hauptenergiequelle für diesen Planeten ist die Sonne. Und dein Körper ist nur ein Stück des Planeten. Daher ist der Einfluss der Sonne auf alles, was in der Welt ist, groß. Sehr groß. Aber der Mond, der keine Möglichkeit hat, Energie auszustrahlen, wie die Sonne, hat ebenfalls einen enormen Einfluss auf unsere Systeme, aufgrund seiner Nähe zum Planeten. Wenn wir also die Art und Weise des Lebens verstehen wollen, die Art und Weise, wie es uns von außen widerfährt, schauen wir zur Sonne. Wenn wir verstehen wollen, wie das Leben von innen geschieht, schauen wir zum Mond. Der Einfluss des Mondes auf unsere Systeme ist also unbestreitbar. Die Grundlagen unserer Geburt selbst sind mit den Zyklen des Mondes verbunden. Die Zyklen des Mondes und die natürlichen biologischen Zyklen in einem weiblichen Körper sind zu 100% miteinander verbunden, das steht außer Frage. Daher ist der eigentliche Ursprung unserer Geburt mit der Bewegung des Mondes verbunden. Denn physiologisch gesehen ist darin unsere Geburt und unser Leben gegründet. In vielerlei Hinsicht. Ich würde sagen, im Allgemeinen, nicht immer. Im Allgemeinen sind Frauen bei weitem existenzieller, weil ihr Körper die Sprache des Mondes spricht. Dieses Einhalten der Zeit sollten wir nicht missverstehen als ein Einhalten der Zeit mit Uhren. Sie wissen gar nichts. Sie laufen einfach mechanisch. Aber der menschliche Körper kennt die Zeit auf eine andere Weise, der kein mechanischer Prozess ist. Nun, obwohl die planetarischen oder die Bewegungen der Erde und des Mondes selbst in gewisser Weise ein mechanischer Prozess sind, ist die Konsequenz oder die Auswirkung, die sie auf unser Leben haben, nicht mechanisch. Sie ist sehr lebendig. Deren Auswirkung ist in der Erfahrung sehr mächtig. In der Entwicklung der menschlichen Energie, in der Entwicklung des Energiesystems eines Menschen, wenn es dieses Energiesystem 1008 Vollmonde erlebt, was ungefähr in 84 Jahren geschieht, würdest du 7 Sonnenzyklen und 1008 Mondzyklen vollendet haben. Das bedeutet, dass dein Energiesystem bis zu einem Punkt reift, an dem es, auch wenn du keinen spirituellen Prozess kennst, bis zu einem Punkt reift, an dem es leicht aufblühen kann. Es kann sehr einfach nach dem Tod geschehen. Wenn dein Großvater nach 84 Jahren gestorben ist, kannst du ziemlich sicher sein, dass er nicht wiederkommt.
Er mag nicht Mukti erlangen, aber er wird nicht wiederkommen. Er befindet sich in unterschiedlichen Stadien. Wenn er ein Sadhana hatte, wenn er etwas Bewusstheit hatte, wenn er mit etwas Bewusstheit gegangen ist, auch nur mit einem kleinen bisschen Bewusstheit, dann kommt er mit Sicherheit nicht zurück. Wenn du es nur schaffst, 7 Sonnenzyklen und 1008 Mondzyklen zu leben, dann kannst du eine gewisse Bindung mit der Erde brechen. Deine Bindung mit dem Planeten ist gebrochen, weitgehend und sehr leicht, mit sehr wenig Unterstützung. Selbst wenn du nichts über irgendetwas weißt, mit sehr wenig Hilfe kannst du über die Zyklen von Geburt und Tod hinausgehen. Denn deine Bindung an den Planeten und das Material des Planeten, dessen Erinnerung du in dir trägst und die Erinnerung an dich, die das Material auch trägt, du wirst jene Bindung brechen. Ist diese Bindung einmal gebrochen, dann ist die Arbeit, die getan werden muss, sehr einfach. Wenn du schon einmal einen alten Menschen in dem Alter bei dir zu Hause hattest, dann ist eine Sache, die du feststellen wirst, dass, was auch immer ihre Eigenschaften waren, was auch immer ihre wesentlichen Verhaltensmerkmale und normalen Persönlichkeitsmerkmale waren, du wirst sehen, dass irgendwo zwischen 80, 83 bis 85 sich diese Eigenschaften drastisch verändern werden. Angenommen, jemand war sehr mürrisch, dann wirst du sehen, dass er nach 84, 85 Jahren plötzlich ein sehr fröhlicher und netter Mensch ist. Oder was auch immer. Einige Veränderungen, wesentliche Veränderungen in ihrem Charakter werden geschehen, weil die karmische Gebundenheit, welche die Person an ein bestimmtes Verhaltensmuster binden, sich lockern wird. Das ist der Grund, warum wir sagen, wenn ein Mensch nach 84 Jahren stirbt, nachdem er Zeuge geworden ist, vielleicht hatte der Narr nie die Freude, einen Vollmond zu betrachten, aber sein Körper war Zeuge. Vielleicht waren es seine Augen nicht, aber seine physische Form war Zeuge von 1008 Monden, was bedeutet, dass seine karmische Struktur gelockert werden wird. Wenn sie einmal locker geworden ist, kann er keinen anderen Körper finden, nicht sofort. Kein Mutterleib wird ihn akzeptieren. Das bedeutet, er wird hier bleiben und wir können ihn ganz leicht einstellen, einfach so. Er muss keinen weiteren Prozess durchlaufen, auch wenn er ein absolut unwissendes Leben führte. Dies ist die Bedeutsamkeit eines langen Lebens. Die Leute segneten immer, mögest du ein langes Leben haben. Nicht unbedingt, weil du Spaß dabei hast. Selbst wenn es miserabel ist, hab ein langes Leben, damit wir dich endgültig los sein werden. Denn sobald sich deine karmische Struktur lockert, wird es schwierig, einen anderen Mutterleib zu finden. Nicht unmöglich, aber schwierig. Daher ist es die Zeit, in der es jemanden geben wird, der diese Dinge hinausposaunen wird. Irgendwohin, wohin auch immer. Selbst wenn sie keine spirituelle Dimension in ihrem Leben kennen. Wenn du also zu überhaupt nichts taugst, dann lebe wenigstens lange genug. Long enough. Don't do it around me. Tu es nicht um mich herum. Wenn du unglücklich bist, mache dein Unglück irgendwo und komm mit 84. We would like to live with joyous people. Wir möchten mit fröhlichen Menschen leben. Mit 84 bist du willkommen.